Die Arbeit liegt selten vor der Haustür, vor allem im Straßenbau. Deshalb ist der Fräsdienstfeind ständig auf Achse und schwärmt mit seiner Technik in das gesamte Bundesgebiet aus. Sind die Großfräsen vom Schlepper geklettert, kann die Arbeit losgehen. Fräsen, schneiden, räumen, egal ob Beton oder Asphalt. Ziel unserer Arbeiten ist es, dem Kunden eine fix und fertige Baustelle zu übergeben, das heißt Komplettleistung, so dass der Kunde, der Auftraggeber, nur noch kommt, sein Asphalt einbaut. Es gibt Fräsen in verschiedenen Dimensionen. Die große Maschine mit einer Arbeitsbreite von 2 Metern kann immerhin schon auf den Zentimeter genau fräsen. Für Nacharbeiten rollen dann die kompakteren Geräte heran. Nacharbeit von Hand soll schließlich auf das Nötigste reduziert werden. Denn diese ist nicht nur beschwerlich, sie kostet vor allem auch Zeit. Ich führe die Nacharbeiten durch, um den Nacharbeiter das Arbeiten zu erleichtern. Also sprich, ich arbeite die Schächte an, um nachher, dass so wenig wie möglich mit Hand gemacht wird. Dass alles größtenteils die Maschine macht. Zügig soll die Baustelle besenrein an den Kunden übergeben werden. Das sind meist die großen Straßenbaufirmen wie Eurovia oder Oevermann, für die der Fräsdienst als Nachunternehmer auftritt. Wir fräsen nicht nur, wir bieten das Kehren mit an auf der Baustelle, den Abtransport des Materials, Nacharbeiten, spezielle Vermessung auf der Baustelle. Also ein Rundum-Sorglos-Paket für unseren Kunden. Seit 20 Jahren ist Enrico Feind im Geschäft. Seine Firma hat bereits 3 Niederlassungen in Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Dabei hat auch sein Unternehmen einst ganz klein begonnen. Es fing an vor 20 Jahren als Ein-Mann-Betrieb mit einer Anbaufräse. 20 Jahre Entwicklung, 20 Jahre Lauf der Dinge. Heute zählen wir 40 Straßenfräsen, LKWs, Kehrmaschinen dazu und können uns hier in Brandenburg als schlagkräftige Mittelständler zählen. Der Fuhrpark ist mittlerweile groß. 50 LKW-Züge, 40 Fräsen und diverse Kehr- und Schneidmaschinen sind im Dauereinsatz und müssen entsprechend gepflegt und gegebenenfalls repariert werden. Das wird in der eigenen Werkstatt erledigt. Schließlich soll die Technik rasch einsatzbereit sein und auf den Baustellen rackern, damit der Verkehr schnell wieder rollen kann.